Wir haben heute drei hochkarätige Rechtswissenschaftler bei uns im Ausschuss zu Gast, die als Sachverständige die gesamte nationale europäische Rechtslage beleuchten. Insbesondere steht für mich im Fokus die Frage, inwieweit der deutsche Staat gegenüber seinen Staatsbürgern Schutzpflichten hat, denen er nachzukommen hat, um die Kommunikation, die Infrastruktur, die Vertraulichkeit der Kommunikation und damit das Grundrecht auf Privatheit aktiv zu schützen. Wir haben ja schon schriftliche Stellungnahmen vorab erhalten und es wird sehr deutlich, dass diese Schutzpflichten auch in dem Bereich greifen, wo es um Unterlassung geht. Also wo es darum geht, dass möglicherweise die Bundesregierung oder die Behörden in der Vergangenheit Kenntnis hatten zu der massenhaften, anhaltslosen Überwachung der Bürger und Bürgerinnen durch US-amerikanische oder britische Geheimdienste und dann nicht gehandelt haben. Es geht also nicht nur darum, aktiv zu schützen, zum Beispiel durch Spionageabwehr, sondern es geht eben auch darum, da wo Kenntnis ist, dann auch tatsächlich aktiv zu werden. Und das ist etwas, was wir natürlich mit den Sachverständigen heute herausarbeiten wollen. Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem angekündigten Besuch des US-Justizministers. Da kann ich meinem Kollegen Kiesewetter nur zustimmen. Er kann nicht mit leeren Händen kommen. Wir erwarten Antworten auf die Fragen, die wir auch hier im Ausschuss behandeln. Und insofern freuen wir uns natürlich auf den Besuch, aber erwarten auch, dass nun endlich auch von amerikanischer Regierungsseite konkretere Aussagen im Hinblick auf diesen Skandal kommen. Wir erwarten allerdings von der gesamten amerikanischen Administration Unterstützung bei der Aufklärung. Wir haben ja auch entsprechende Anträge gestellt. Wir möchten auch die früheren Geheimdienstchefs Hayden und Alexander hören. Das bedeutet für uns eindeutig klare Aussagen und auch die Erlaubnis, dass sie vor uns aussagen dürfen. Ich denke, dass wir dies auch fraktionsübergreifend mittragen können.